So, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Minecraft Vanilla mit ein paar Hexit-Extras nach wie vor. Mit dabei ist wieder die Nanny Meets. Hi. Und ja, wir haben uns ja dafür entschieden, weiterhin trotz Hexit Vanilla Minecraft zu spielen. Der Server zwingt uns dazu, irgendwie funktioniert das nicht. Schreibt mal in die Kommentare, woran das liegt, wenn ihr das wisst. Ansonsten gehe ich jetzt wirklich mal auf die Suche nach irgendwelchen Sachen. Ich habe hier zum Beispiel schon diese Zuckerrohr gefunden. Hey, wir können bald backen. Ich finde ja die Kuchen ganz toll, weil man sie mehrmals essen kann. Mehrmals klingt jetzt vielleicht etwas schlecht. Naja, sechsmal kann man, glaube ich, von essen. Und jedes Kann Mal. häufiger zuschlagen. Genau. Oh, hallo Creeper. Grüß dich. Verdammt. In der Hektik habe ich irgendeinen Knopf gedrückt. Was habe ich denn da gerade für einen Knopf gedrückt? Ach meiner, ich bin auf X Escape. Options und Controls habe ich gedrückt. Ja. List Players. Das Holzwerkzeug verbrenne ich aber dann nebenbei ein bisschen mit. Ja, gerne. Natürlich. Wir haben so viel Holz, also wenn wir so viel Holz hätten wie alles andere. Umgedreht. Betreten. Ja, okay. Ich finde hier leider nichts weiter Prickelndes. Außer wieder eine Menge Wasser, eine Menge Baum. Enge Baum. Jo. Und irgendwas hat jetzt hier gerade bei mir BIM gemacht. So ein Windows-BIM, wie Fehler. Aber hier nimmt alles noch auf. Oder war das bei dir? Bei mir war's nicht. Ich glaube nicht, dass du den Bing bei mir hören würdest. Ach so, nein, okay. Das war, ich hatte die Konsole noch offen vom Server. Und die hat sich gerade geschlossen, Die weil ich lange Spinne. nichts gemacht habe. Irp. So, jetzt. Ich bin. Oh Gott, jetzt fängt das auch noch an mit Regnen. Ach nein. Das Gefühl, dass der Ton vom Spiel zu laut ist. So, soll ich ein bisschen Kakao mitbringen? Was kann man mit Kakao machen? Wenn man den Kakao draus machen könnte, dann wäre das jetzt sehr lecker. Ja. Hätte ich jetzt sogar Appetit. Aber das geht, glaube ich, nicht. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Kakaobohnen. Werde hier irgendwie permanent attackiert. Soll ich ein bisschen zur Hilfe Nervig. kommen? Und müsste ich jetzt. Musst mir bloß noch mal deine Koordinaten sagen. Oder nein, ich habe ja da oben die Karte, die ist irgendwo da. Oh Mann, ich sehe überhaupt nichts durch diesen blöden Regen. Oh Gott. Oh, da. Ja, ich bin gleich da. Oh Gott, ich laufe in die verkehrte Richtung. Ich bin, dauert noch ein bisschen länger. Ich bin verkehrt gelaufen. Ich glaube, ich habe hier auch die Standard-Minecraft-Musik. Die Standort. Ich bin am Überlegen, ob ich auch im Hintergrund ein bisschen Musik dann am Ende noch reinschneide. Oh, hier ist eine Menge Stein. Eine Option. Eine Menge Stein. Ich nehme noch ein bisschen Stein mit. Zwecks Werkzeuge bauen. Obwohl, wir haben ja bei uns so viel Stein. Meinst du? Ich hoffe. Oh, Natürlich. hier ist noch ein Schwein. Ja, also die HP-Anzeige funktioniert auch nicht. Also, der Server, der buggt da total rum. Okay. Ich habe auch vorhin nochmal in die Konfiguration vom Server reingeguckt, da war nichts, was man noch hätte aktivieren können oder so. Oh Gott. Tschüss, Creeper. Oh ja, das ist doch eine gute Idee. Wir könnten doch auch hier mal das ganze Gras hier wegsensen und ein bisschen dann Brot anbauen. Wäre eine Option. Wasser haben wir ja oben. Wir haben jetzt genug Wasser.
Jo. Soll ich ein paar Blumen mitbringen? Ja, aber dann bräuchten wir noch Sand? Wir haben genug Sand. Kann ich dir auch mitbringen. Ja, für Glas zum Beispiel. Nein, ich meinte Lehm. Lehm. Um Blumentöpfe bauen zu können, ja. Ach so. Ja, das hast du natürlich sehr schlechte Karten mit mir, denn ich habe auch die Eigenschaft, Lehm läuft vor mir weg. Ich habe in meiner ganzen Minecraft-Karriere ein einziges Mal Lehm gefunden. Okay. Also man sieht, mit mir macht Minecraft-Spielen sehr viel Spaß. Server läuft nicht, so wie er soll. Ganz viele Gegner, man spawnt unter Wasser. Dagegen die Gegner hat man ja nichts, bringt ja Action. So, wo ist denn jetzt hier unser Haus hin? 1064, 70 und 72. 1064. Ah, okay. Komm her. Lass mich hier hoch. Ach Mann. Gibt's nicht irgendwo so ein Buschmesser? Mann. Oh! So. Okay. Ah, ja. Da ist es doch. Ich hab's gefunden. Ach, bin ich. Yay. Super, ich bin wieder da. Yay. Ich hab sogar ein bisschen Fleisch mitgebracht. Sehr gut. Oh, und du hast Kohle. Tja. Halt mal ein bisschen was vor. Okay, ich gehe jetzt in die Mine. Also, in die zukünftige Mine. Hast du übrigens das Zimmerchen schon schön eingerichtet? Dankeschön. Oh nein. Verdammter Gravel. Das heißt, ich brauche wieder Holz. Verdammt. Ah nein, ja, sehr gut. Okay. Warte mal, ich guck mal, was du noch machst, bevor ich wirklich runtergehe. Ich komme nicht mehr hoch. Jetzt. Reite schon mal, ich habe keinen. Reite schon mal vor. Ausgezeichnet. Ich habe sage und schreibe 4 Seeds. Hey! Das können wir noch. Wie heißt denn das Ding? Eine Hacke bauen. Harike meinst du? So. Eine Hoe. Ich habe eine Hoe gebaut. So. Okay. Warte mal. Brauchen wir wirklich einen Eimer, um das hier zu bewässern? Nö. Können doch hier einfach bloß das Holz, sage ich schon, das. Umleiten. Genau. Ja. Sehr gut. Wait. Oh. Oh, fuck. Achso, du hast die Halbstufen gebaut. Ja. Okay, das macht natürlich Sinn. Wie machen wir das? Machen das hier noch ein bisschen tiefer, würde ich mal so sagen. Unschlüssig, aber wir hätten es eigentlich auch hier drüben rauskommen lassen können. Ach so? Okay. Jo. Weil dort dachte ich mir, könnten wir laufen. Ja, na okay, dann mache ich es wieder zu. Oh. Verdammt.
dann würde ich mal sagen, du kümmerst dich dann darum und ich kümmere mich um häusliche? Die Miene. Ich kümmere mich dann jo. Um die groben Sachen. Okay. Mhm. Ah ja, hier war ja Gravel. Ich werde hier nie wieder rauskommen. Kaka, das schaffst du schon. Ich finde das sehr praktisch mit der Karte erstmal oben, muss ich sagen. Und noch praktischer sind die Koordinaten direkt daneben. Da braucht man nicht extra auf F3 drücken für den. Naja. Ja. Für die Info. Aber gut, das hat man bei der Reis auch. Na gut, die muss man erst bauen. Wir sind viel zu hoch für Diamanten. Warte runter, ja. Huiuiui, na gut. Strip Mining macht Spaß. Erde auf deinen Wegen findest, bring sie einfach mit. Ja, ich habe hier Erde. Tatsächlich. Nicht zu knapp. Ah, ich muss nämlich jetzt schon rausgehen, um Erde zu holen. Könnt ihr welche dann hochbringen gleich? Ich brauche eh neue Fackeln. Wäre sehr gut. Wie viel brauchst du denn? Ja, wollen ja ein bisschen weit. Okay, dann hebe ich das hier ein bisschen aus und nenne es dann Schatzkammer. Ah, Fledermäuse, spawnen die eigentlich in Dungeons oder spawnen die auch so irgendwo? Ich habe nämlich gerade eine gehört. Auch so, ab einer gewissen Dunkelheit. Okay, dann ist das blöd. Ich dachte schon, ich habe einen Dungeon gefunden. So, liebe Zuschauer. Es kann noch werden. Liebe Zuschauer, spult nochmal bitte 5 Sekunden ungefähr zurück und lauscht mal, ob das wirklich ein Dungeon-Geräusch war. Oder ob ich hier einfach gerade selber einen Dungeon baue, in dem ich alles aushebe. Okay. Oh, nein, ich habe einen Dungeon gefunden. Oder zumindest sowas ähnliches. So. Sehr gut. Hammer. Wo ist der Aufgang? Der Aufgang ist... Du auch gerade die Höhle. So, und hüpp, hüpp. Oh, mein Handy vibriert. Mal ab. Und zwar dorthin. Jo. So, ich muss mir gerade nur noch schnell wieder einen Aufgang bauen. Hat die Höhle. So. Eine Höhle? Unsere. Ah, okay. Gefunden. Okay. Autsch. Ich habe mich hier ein bisschen nach unten gebuddelt. Da war dann eine schöne Höhle und ich habe auch schon ich glaube Eisenmaß gesehen. So, wo bist du? Ich habe schön Erde. 64 Stück. Sehr gut. Nein, halt. Ich versuche es so zu werfen, dass es nicht ins Wasser fällt. Schön. So, und ich gehe mir jetzt mal schnell noch ein paar Fackeln machen und dann gehe ich wieder nach unten das Eisen holen. Okay. Haben wir schon ein System bei den Truhen, ja? Nee. Erstmal nur, dass alles reingeschmissen okay. werden kann. Sortieren können wir später. Ich glaube, auf lange Sicht wären das auch etwas zu wenig Kisten. Ja, wahrscheinlich, wie immer. Vor allem wegen der ganzen Erde, die man immer aushebt. Und dann irgendwann das ganze Zombiefleisch. Oh, kurz Zombiefleisch. Eine hübsche Treppe. Wie? So. Ein bisschen mal aufräumen hier. Mhm. Das klang gerade wie ein Schwein unter Tage. Wollt ihr mich veralbern? Ja, das gibt's. Ab und zu sind da auch mal Schafe oder so.
Oh Gott, Endermans, zwei Endermen. Hohoho. Und ein Skelett. Nix gut. Ist ja nix gut. Scheiße, jemand. Nö. So, komm her. Skelett. Ich werde dich töten. Ja, ja, sei tot. Oh, ein brauner Pilz. Nein, nein, die Endermen. Das ist eine Höhle. Oh Gott, ist das eine Höhle. Oh Gott, da ist noch ein Enderman. Oh Gott, oh Gott. Ich hab Schiss. Ich hab auch keine Ausrüstung. Dann kannst du auch nicht viel verlieren. Das stimmt. So gesehen. Aber du weißt, wer gierig wird, wird von Minecraft sofort bestraft. Ja. Prinzipiell, man buddelt sich nach vorn und dann ist Lava. Also. Ja, genau. Aus heiterem Sinne. Das Schönste ist dann, wenn man sich freut, juhu, ein Diamant oben über mir und dann, ja. Dann war es das mit dem Diamanten und dem Kopf des Minecraft-Spielers. Ja. Aber irgendwas ist ja immer. Ja, aber gönnt sich ja sonst nichts. Oh Mann. Ich trau mich nicht gerade auszugucken wegen diesen dämlichen Enderman. Oh nein, geh weg. Ach, das war gar kein Schwein, was ich gehört habe. Die Endermen machen Geräusche. Oh, Kohle. Echte Kohle. Eine gebastelte? Nein, eine echte Kohle. Unglaublich. Hey. Ich bin sowas von begeistert. Die Höhle gefällt mir. The Bat Cave. Oder The Ender Cave. Bat Cave. Eisen nehme ich noch mit. Ich habe jetzt schon 10 Eisen. Noch ein bisschen ausleuchten hier. Ich sehe ja schon den nächsten Creeper direkt auf mich zusprinten. Vor allem sprinten. Oh ja, das ist ein schöner Eisenflöz, wie es auch immer genannt wird. Vorkommen. Ein Eisenvorkommen. Wenn wir jetzt bei den Siedlern... Dann würde sogar Eisen rauskommen. Weil ich nicht die geklaute Version habe. Bei den Siedlern 1... Oh, verdammt. Bei den Siedlern 1 war es ja so, mit der geklauten Version davon, kamen immer Schweine raus. Auch schön. So, wo ist jetzt hier der Eingang? Ah, noch mehr Kohle. Unglaublich. Aber das ist halt jetzt nicht so mein Spiel. Oh, verdammt. Oh, Mann, Mann, Mann. Jetzt ist der Element durch mich durchgelaufen. Ich finde den Ausgang nicht mehr, den Eingang. Wo ist er hin? Hallo? Bin da eher für die harten Sachen. Die harten Sachen. Halo. Nee, gestern. Ich hab 3 Stunden Left 4 Dead mit Freunden. Cool. Hast du dir zufällig die kostenlose Version im Steam geholt? Ich habe eine, die kostet... Ich habe sie schon seit einem Jahr. Ah, okay. Ich glaube, das schon ein bisschen länger. Ich habe mich nämlich ziemlich geärgert. Ich habe mir Left 4 Dead 2 gekauft, gleich im Viererpack, weil ich mir gedacht habe, oh, da kannst du mit deinen Freunden spielen. Dann hat sich keiner von den Freunden gefunden, mit dem ich das spielen kann. Die hatten alle keinen Bock drauf. Und 2 Wochen später, also zu Weihnachten, hat sich dann Wolf gedacht, ja, wir bieten euch das jetzt mal kostenlos an. Yay. Ja. Echt super. Freut man sich dann. War bei mir ähnlich. Ich habe immer so ein Glück. Ich sehe solche Spiele immer dann, wenn sie Geld kosten, finde sie auch dann interessant und möchte sie auch dann spielen. Und eine Woche später oder so sind sie dann umsonst. Immer so ein Glück. So, irgendwo muss jetzt hier der Eingang mal kommen. Oh ja, ich glaube, ich habe ihn. Hier ist der Eingang. Ich muss den irgendwie jetzt markieren. So. War das jetzt auch wirklich der Eingang? Oh nein, das war natürlich nicht der Eingang. Oh Mann, verdammte Axt. Ich komme mir wirklich nie wieder raus. Okay, es gibt ein paar Mods, die funktionieren tatsächlich. Das wird immer merkwürdiger. Also gerade der, dass die Items nachrutschen, wenn sie verbraucht sind, der funktioniert. Aha, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie er heißt. Das ist wahrscheinlich so diese Client.
seitigen Mods oder so. Ah, hier ist der Eingang. Wirklich? Ich habe ihn gefunden. Unglaublich. Ich bin begeistert. Hey. So. Oder auch doch nicht. Doch, hier. Er ist da. Juhu. Das klang nach einem Creeper. Oh nein. Meine Treppe weggesprengt. Verdammt. Da möchte man dann weinen? Ich komme zu ihrer Rettung. Geht schon. Er ist ja jetzt schon geplatzt. Ja, das hat man entweder ganz durch das Teamspeak durch oder man hat es bis unten gehört. Hallo. Hat es, denke ich, bis unten gehört. So. 16 Eisen habe ich doch tatsächlich rausgeholt. Sehr gut. Und ich brauche neue Sachen. Brauche ich ja noch. Get equip. So. Ich gehe dann mal Holz farmen gleich. Nachdem ich mir angeguckt habe, was du hier Schönes gebaut hast. Eine Treppe. Eine zukünftige Treppe. Nein, eine fertige Treppe. Dachten werden könnte ja hier drüben dann den Schlafbereich hinschmeißen. Okay. So. Und da könnte man dann hoch zum Baumhaus, weil hier direkt ein Baum ist. Ja. Das würde sich anbieten, denke ich. Cool. War so der Gedanke. So, jetzt gucke ich nochmal von hier. Ah, wenn hier Optifine funktioniert, welcher Knopf ist denn bei Optifine das Ranzoomen? Ja, gehen. Okay, dann ist bei mir Optifine nicht aktiv. Bei dir nicht, bei mir geht's. Oder muss ich das noch irgendwo aktivieren? Nö, eigentlich nicht. Und? Nee, nee, nee. Nee. Map Zoom In, Map Zoom Out, Next Marker. Open Map GUIM. Oh, geil. Das sieht ja mal schmuck aus, die Map. Oh, sogar zoombar. Map ist cool. Das ist die Google Maps für Minecraft. So, warte mal. Oh, geil. Keys, Space, Next Marker Group, Delete Marker. Optionen. Aha, Draw Koordinaten. Cool. Nett, nett, nett. Ich habe was gefunden, was dir gefällt? Die Map gefällt mir gut. Und man kann da auch irgendwelche Sachen mitmachen. Also irgendwie okay. Marker setzen und so. Left Click. Nee, halt. Left Click, Track Area. Nee. Mouse Wheel over Selected Marker to Cycle Color. Aha. Oh, wie setze ich jetzt so einen Marker? Glaub, indem du da hinklickst, wo du auf der Karte. Ah, Rechtsklick. Zu Hause. Grob, grob. Marker, Marker. So, klack, klack, klack. Ja. Nice, nice, nice. Ich habe einen Marker gesetzt. Ah. Was habe ich jetzt davon? Ach so, den sehe ich dann auch auf der Minimap. Okay. Ja. Waypoints halt. So, was wollte ich jetzt tun eigentlich? Ich wollte... Was? Wahrscheinlich Gras klatschen, sodass wir Essen anbauen können. Ah, ich baue uns mal eine Schere. Eine reicht ja erstmal, oder? Ja. Zwei Eisenschwerter wären dann ganz toll, oder? Und ja, da brauche ich schon wieder ganz viel Holz, verdammt. Na gut, dann gehe ich Holz holen. Ja, genau, das ist auch das, was ich machen wollte. Aber es war gerade dunkel, deswegen habe ich mich nicht so rausgetraut.
sehr gut. Ja. Oh, ich sehe schon wieder, wir haben wieder 25 Minuten. Wir sind schon wieder 10 Minuten über den angestrebten 15 Minuten drüber. Ach, Minecraft. Du schöner Zeitvertreib. Man hängt da halt dann so drin. Das ist unglaublich. So, aber ich baue jetzt noch die Sachen fertig und dann beenden wir diesen Part nochmal. Vielleicht schaffen wir doch nochmal 15 Minuten. So, Eisen, genauso, komm her. Wenn man schlafen gehen möchte, also man ist müde, irgendwann möchte man ja dann doch schlafen gehen. Ja, komm. Und ein Zombie. Und. Dann findet man kein Ende. Ja. Da ist noch was man bauen möchte und das möchte man ja auch. Das und Sachen ganz vergessen. So, also, wo bist du gerade? Ich kann dir ein paar Sachen geben. Ah, da oben, ich sehe doch deinen Namen. Dann kriegst warum du grad nicht? Das und das. Du wirst es gebrauchen können. Sehr gut. Ja. Oh. Weil ich ja weiß, dass die reguläre Frau zumindest sowas mag, bekommst du noch das da. Ja. Wenn man Zelda, also The Legend of Zelda glauben darf, halten dich ja Eisenschuhe auch besonders gut unter Wasser. Ah. Also, das also bist du dann doch recht eigennützig, was das angeht. Nein. Ja, ja. Ich hätte einen Eimer getarnt damit bauen können mit dem restlichen Eisen. Ich habe daraus lieber Schuhe gebaut für dich. Oh, ist das um nicht mich lieb? Irgendwo zu versenken. Nett. Ich bin einfach nett. Ja. Charmant und so. Oder wie das hieß. Ich bin Diamant. Okay. Genau. Ja gut, unterbrechen wir diesen Part. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Vanilla Minecraft mit ein bisschen Hexit. Ja, macht's ja gut, Leute. Bis dahin und ciao. Ciao.